Weiterer Showman in der Box, das ist nämlich Philipp Saeff im Spiel gegen Lucian Błaszczyk. Und Philipp Saeff führt, nein, nicht, er fliegt hinten mit 2 Punkten, 18 zu 16, führt nämlich Lucian Błaszczyk und er bestreitet heute sein letztes Match für Düsseldorf. Philipp Saeff, sein Vertrag wurde ja nicht verlängert, es gab da so einige kleine Unstimmigkeiten. Man war nicht immer so zufrieden mit seiner Einstellung, aber eins ist auch klar, Richard Prause, es gibt wohl kaum einen talentierteren Tischtennisspieler wie ihn. Ja, das ist wirklich klar. Ich meine, es ist ganz interessant, es gibt ja den Philipp Saeff, ihn hier, der ist der jüngere Bruder von Jean-Michel Saeff. Und wenn man die beiden zusammen tun würde, fusionieren würde, dann hätte man vielleicht wirklich den perfekten Tischtennisspieler, weil das, was in Philipp Saeff fehlt, so ein bisschen dieser unbändige Wille und Ehrgeiz, das ist das, was in Jean-Mi auszeichnet, der ja bekanntlich Europameister 94 gewesen ist. Aber auch ein Philipp Saeff hat große, große Erfolge, nur ihm fehlt die Konstanz, ihm fehlt einfach der letzte Wille, immer das durchzubeißen, immer durchzukämpfen. Und deswegen war man in Düsseldorf auch teilweise nicht ganz mit ihm zufrieden, wobei man sagen muss, ohne ihn, das ist ganz klar, hätte Düsseldorf nie und nimmer den Europapokal dieses Jahr gewonnen. Er hat wirklich alle wichtigen Spiele gewonnen. Aber vielleicht bezeichnend hier diese letzten Szenen des ersten Satzes. Da führt er Philipp Saeff und dann kommen zwei relativ leicht aussehende Fehler und schon ist der Satz weg. Błaszczyk geht mit 1 zu 0 Sätzen in Führung. What shall we say all the spectators? Guten Tag. Kein Spaß. Mein Deutsch ist sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie machst du jetzt 21 Punkte? Das ist eine gute Frage. Schwer heute. Ja, sehr schwer heute. Aber dann zeigst du jetzt dem Publikum noch ein schönes Spiel. Ja, ich probiere. Ein richtig schönes Spiel. Okay, gib alles. Mhm. Fight. Letzte Mal. Okay. Ja, wir sollten die Frage vielleicht noch erörtern, Richard, ob in diesem Becher tatsächlich Wasser drin ist. Das möchte ich mal offen lassen, die Frage. Die kann ich im Augenblick nicht beantworten. Wir werden das mal sehen, ob das Wasser war oder nicht, wie der Satz jetzt läuft. Aber ich denke, Philipp Saeff zelebriert hier so ein bisschen seinen Abschied. Er weiß, das letzte Spiel, er weiß, das ist alles entschieden. Und er hat schon im Spiel gegen Wang Shixin, das er ja überraschenderweise verlor, sehr, sehr viel auf Show gemacht. Und wer weiß, was in diesem Becher war. Gut, eins ist auch klar, er geht nach Frickenhausen zum Bundesliga-Konkurrenten TTC Metabo. Frickenhausen wird dort an Position 2 spielen. Und ich denke, für die Mannschaft, die ja in der Playdown-Runde ran musste, unter anderem auch gegen ihre Mannschaft Hannover spielen musste, ich glaube, für Frickenhausen schon eine enorme Verstärkung. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein Mann, der gegen jeden Spieler gewinnen kann, wenn er gut spielt. Und das ist ein Mann, der eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben haben muss, ausgeglichen zu spielen an 1 und 2. Und ich glaube, wenn er gut spielt, dann kann er das schaffen. Und das ist ein Spieler, der wirklich, wenn er motiviert ist, gegen alle gewinnen kann. Und ich denke mal, Frickenhausen hat einen guten Griff getan mit ihm. Wir sollten aber auch einige Sätze verlieren zu seinem heutigen Gegner, zu Lucian Błaszczyk, der eine wirklich hervorragende Europameisterschaft gespielt hat. Man muss sich das vorstellen, die Polen haben ja Silber gewonnen nach einem ganz knappen Endspiel, einem 3 zu 4 gegen Frankreich. Und sie haben alle hinter sich gelassen, ob das die deutsche Mannschaft war, ob das Schweden war und alle anderen Größen im Tischtennis. Wie gesagt, mit Ausnahme der Franzosen. Im Einzel nun, da hat er das Pech gehabt, dass er gegen Samsonov kam und da keine Chance hatte gegen den späteren Europameister. Aber Błaszczyk, sicher einer, der in der Bundesliga sich sehr gut etabliert hat. Unangenehm zu spielen eigentlich für jeden Gegner. Ja, nicht nur in der Bundesliga etabliert, sondern er wird ja jahrelang schon als Kronprinz von Andrzej Gruba gehandelt in Polen. Man hatte unglaubliche Hoffnungen in ihn gesetzt und er lässt es zwischendurch immer aufblitzen, was er kann. Und ich denke mal, dass aber dieses Jahr wirklich sein Jahr des Durchbruchs war. Er hat gegen Jörg Roskopf gewonnen, er hat gegen Jan Uwe Waldner gewonnen, er hat im Finale gegen Frankreich gegen Jean-Philippe Gastien gewonnen. Und ich denke mal, mittlerweile ist er auf dem besten Weg dahin zu kommen, wo Andrzej Gruba ja fast jahrzehntelang, würde ich mal fast sagen, 20 Jahre gewesen ist. Und er ist jetzt nur noch 2 Plätze hinter Andrzej Gruba. Vielleicht in der nächsten Weltrang ist das erste Mal davor. Und er wird sicherlich seinen Weg unter die ersten 10 in Europa machen. Der Rückhand-Topspin, seine große Stärke. Lucian Błaszczyk, ein unglaublich schneller Mann. Sehr, sehr flink auf den Beinen. Und dazu auch nicht unwichtig in der Bundesliga. Ein sehr guter Doppelspieler. Zusammen ja auch mit Andrzej Gruba, seinem Trainer, seinem Vorbild wahrscheinlich auch. Also Błaszczyk, ein wichtiger Mann für den TTC Zugbrücke Grenzau, der natürlich auch eine sehr, sehr gute Bilanz gespielt hat. 21 zu 7 steht da im unteren Parkkreuz.
Ja, ist ganz interessant. Wir waren ja zusammen 1996 bei den Europameisterschaften in Bratislava mit Andrzej Gruber, Vize-Europameister, schalteten da unter anderem Fetzner und Roskopf aus. Und sicherlich, Andrzej Gruber ist ein bisschen der Ziehvater von Lucian Blaszczyk, aber Lucian Blaszczyk hat auch seinen eigenen Kopf, er geht seinen eigenen Weg. Und ich denke, deshalb sind da schon so Ähnlichkeiten zu erkennen zu Andrzej Gruber, denn auch er ist seinen eigenen Weg gegangen. War ja zum Beispiel der Spieler, der früher als eigentlich erlaubt aus Polen raus durfte, in den Westen ging, um eben dort als Profi Geld zu verdienen. Sensationelle Bälle jetzt hier von beiden, aber das bessere Ende in diesem Falle für den lachenden Filip Seyf. Wann sieht man solche Bilder in Bundesligaspielen? Ja, eigentlich nie. Und das ist ja schön, dass auch, die Spieler hier merken, okay, also die Saison ist eigentlich so gelaufen. Sie haben einfach Spaß zu spielen. Und manchmal kommt das ja ein bisschen zu kurz. Es ist ein tüchtiges Spiel. Man muss es manchmal wirklich spielen und so genießen, wie es ist. Sogar außerhalb der Boxen, da sieht man wieder das vorhin angesprochene, wirklich fast filigrane Gefühl von Filip Seyf eingesprungen, dieser Jubelschrei. Der Aufschlag, eine der absoluten Stärken von Błaszczyk. Ja, sicherlich sehr, sehr gute Aufschläge, wie eigentlich alle Polen sehr, sehr gute Aufschläge haben. Es ist ja ein bisschen das Problem, dass man im heutigen Tischtennis sagt, Tischtennis geht zu schnell, Tischtennis ist zu aufschlagorientiert. Und sicherlich macht man sich auch darüber Gedanken, ob eventuell mittelfristig mal über eine Regeländerung nachgedacht wird. Ich denke, Filip Seyf wird langsam auch schon im Kopf haben, dass er in den nächsten Tagen sein Golfhandicap verbessern kann. Ist ja ein recht guter Golfer, spielt sehr gerne Golf, jede Möglichkeit, die sich ihm nutzt. Und er wird jetzt in den nächsten Wochen sicherlich mehr Zeit dazu haben. Übrigens auch die schwedischen Topspieler, alle sehr gute Golfspieler, sollte ich an dieser Stelle mal sagen. Und das schadet scheinbar auch nicht den Künsten im Tischtennis. Nein, der Golfarm scheint sich wirklich nicht negativ auf Tischtennis auszuwirken. Sind alle sehr gute Golfer. Das beste Handicap hat meines Wissens nach Thomas von Scheele, der Weltmeister von 91, hat glaube ich ein Handicap von 2 oder 3. Das ist schon ziemlich gut. Richard Krause hat es gesagt, Seyf zelebriert seinen Abschied von Borussia Düsseldorf. Für Filip Seyf ja eigentlich eine Saison, die zwar sehr erfolgreich war, was die Europapokalsaison von Düsseldorf anging, aber er hat ja bei den Europameisterschaften in Eindhoven, in Holland, für seine Verhältnisse sehr, sehr schlecht gespielt. Auch das belgische Team war nicht unter den ersten vier platziert. Und er ist ein Spieler, der sich diese Saison augenscheinlich wirklich auf den Verein konzentriert hat. Und jetzt war letzte Woche, beziehungsweise vor 14 Tagen, Düsseldorf deutscher Meister. Und ich denke, da ist die ganze Luft bei ihm rausgegangen. Und er wird einfach probieren, dieses Spiel mit einem guten Schaukampf hinter sich zu bringen. Und dann konzentriert er sich auf den Urlaub. Ja, Błaszczyk macht auch lockere Miene zum Spiel hier. Animiert nochmal das Publikum. Ich denke, das ist schon der richtige Rahmen für ein solches Spiel. Natürlich ist es ein bisschen schade. Man hat sich bei der Ansetzung natürlich auch was dabei gedacht, dass man am Ende den ersten gegen den zweiten kommen ließ. Das Heimspiel von Düsseldorf gegen Grenzau, das nun alles vorher schon entschieden sein würde, das konnte man ja bei der Ansetzung nicht unbedingt ahnen. Ja, und vor allem, Spiegel Vetter hat das schon angesprochen, es muss wieder diese Playoff-Runde, wie sie vorher gewesen ist, eingeführt werden, mit den Entscheidungsmomenten, mit den wirklichen Finals, denn das ist das, was eigentlich das Spannende im Tischtennis ausmacht. Und ich denke, da wird auch in der nächsten Saison wieder ein Playoff-Finale eingeführt werden. Das muss eigentlich sein, weil in den letzten Jahren waren das wirklich ganz, ganz große Spiele, die Halbfinale und die Finals, mit teilweise 1500, 2000 Zuschauern. Und ich denke, das ist der richtigere Weg. Unter anderem haben ja auch diese beiden Mannschaften sich gegenüber gestanden. Das waren ganz, ganz enge Spiele. Grenzau-Düsseldorf zu Hause 5:5 und dann gab es diese 4:6 Niederlage von Düsseldorf gegen Grenzau.
Samsonov verlor damals überraschenderweise gegen Steffen Fetzner. Aber wie gesagt, das ist Schnee von gestern. Düsseldorf holt sich von Ochsenhausen, dem Meister 97, den Titel zurück. Das ist vielleicht eine Stärke, die man jetzt gerade mal ernsthaft sehen kann in der Zeitlupe. Nicht? Christian Blaschik kann quasi jeden Ball aggressiv spielen. Auf diesen unterschnittenen Ball, der gleich kommt von Philipp Seef, spielt er volles Risiko, trifft den Ball am höchsten Punkt. Jetzt kann man es sehen in der Vorwärtsbewegung. Und das ist ein Ball, der ist unglaublich aggressiv gespielt. Philipp Seef hat sich gerade mal einen Ausflug erlaubt, wieder irgendwo in Richtung der Banden. Ich weiß gar nicht, ob Mario Amisic damit so einverstanden wäre, aber er hat sich mal seinem anderen Schützling zugewendet, Martin Monrad. Hier sehen wir das, Philipp Seef in der Bande. Ja, wo man Martin Monrad gerade anspricht, ich glaube, das ist ein Spieler, den man hier noch mal einen Augenblick lang würdigen sollte. Das ist ein Spieler, der eine unglaublich positive Entwicklung durchgemacht hat in Düsseldorf. Ich glaube, auch an ihm kann man sehen, dass Mario Amisic sehr, sehr gute Arbeit in Düsseldorf leistet. Wenn man das überlegt von den Bilanzen, die sprechen ein Bild für sich. 4:11 ist Martin Monrad gestartet und hat in der Rückrunde nur 3 Spiele verloren. Also ich glaube, das ist vielleicht neben Samsonov, neben Jörg Roskopp auch ein weiterer Grund, vor allem in der Bundesliga, was da Martin Monrad gespielt hat. Und wenn man das mal sieht, Philipp Seef gewinnt mit Düsseldorf den Europapokal, gewinnt fast alle Spiele. Samsonov und Monrad sind Bänken in der Bundesliga und Jörg Roskopp spielt die Spiele. Wenn es wichtig ist, kann man sich auf ihn verlassen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum letztendlich Düsseldorf in diesem Jahr auch deutscher Meister geworden ist. Philipp Seef übrigens die Nummer 41 in der Weltrangliste. Sein Kontrahent Lushan Wasczyk ist ein bisschen besser platziert, im Moment auf Rang Nummer 26. Und in der Bundesliga, in der Bilanz des zweiten Parkkreuzes, sie beide eigentlich Topspieler. 21:7 steht da die Bilanz bei Wasczyk und bei Philipp Seef 20:9. Ja, man darf das auch nicht unterschätzen, erstes und zweites Parkkreuz, denn auch ein Lucian Blaschczyk ist ein absoluter Topspieler und man findet viele von den sehr, sehr guten Spielern an Nummer 3-4 im sogenannten zweiten Parkkreuz. Und ich denke mal, dass man eigentlich ganz weggehen sollte vom oberen Parkkreuz zum unteren Parkkreuz. Das sind 4 Spieler, alle 4 Spieler sind top, sind Weltklasse-Spieler und es ist überall schwer, die Spiele zu gewinnen. Er wird ja auch da bleiben in Grenzau, Lushan Błaszczyk. Die Mannschaft des Vizemeisters wird nur geringfügig verändert. Andrzej Gruba wird, so will er es jedenfalls auch selbst, sein Amt als Trainer hauptberuflich und vollständig und ganz alleine ausfüllen. Aber wie man seinen Boss kennt, Manfred Stettner, er weiß natürlich, dass Gruba ein Publikumsmagnet ist. Und wenn es denn entbrennt in Grenzau, ich denke, dann wird er Gruba auch wieder auffordern, die kurze Hose anzuziehen, wie das Andrzej Gruba immer so schön sagt. Aber vorgesehen ist zunächst einmal die neue Nummer 1 bei Grenzau, Chen Zibin. Er kommt aus Mülheim. Dann mit der Nummer 2 wird dann in der nächsten Saison Peter Korbel spielen. Und dahinter hat man eben dann einen Błaszczyk, einen Fetzner und einen Gruba im Notfall. Und das ist mit Sicherheit dann auch wieder ein Meisterschaftskandidat des TTC Zugbrücke Grenzau. In Düsseldorf wird es ja Veränderungen etwas größerer Art geben. Wie gesagt, Seef geht weg, auch David Daus geht weg, der sich in den letzten Wochen im Doppel sehr gut entwickelt hat. Und dafür kommt eben ein weiterer junger Däne, nämlich Michael Mays, ein 16-jähriger, noch Jugendspieler, der unter die bewährten Fittichen von Amisic dann kommt. Und es kommt ein sehr interessanter Mann, ein Japaner, ein Abwehrspieler namens Koji Matsushita, der also der Einkauf für ihn, für Philipp Seef. Und jetzt haben wir das Ende dieser Partie erreicht. 21:18. Lushan Błaszczyk holt den entscheidenden Punkt. Grenzau gewinnt tatsächlich dieses Bundesligaspiel mit 6:3. Fügt Düsseldorf die erste Heimniederlage bei, aber es stört eigentlich in Düsseldorf keinen mehr. Richard Brause, Fazit von hier, von uns in diesem Spiel. Fazit von uns für heutiges Spiel muss man sagen, dass wir wirklich schöne Ballwechsel, super Ballwechsel gesehen haben. Dass es auch durchaus in Ordnung ist, dass die Spieler das nicht ganz so bierernst gesehen haben. Nur ich denke, für die nächste Saison wäre es sehr wünschenswert,
dass man wieder Finalspiele mit Playoff-Runde hat. So, hier nochmal einige Ballwechsel aus dieser Partie. Dusan Boaste gegen Philipp Seyf. Wie gesagt, liebe Zuschauer, die Sie vielleicht zu Hause im Besitz einer Tischtennisplatte sind und über die nötige Höhe verfügen, versuchen Sie das ruhig mal, diese hochgespielten Bälle. Das sieht alles so spielerisch leicht aus, auch das, was Philipp Seyf gerade eben gezeigt hat, aber das ist richtig schwer. Ich kann es nur bestätigen. Also ich selbst, ich bin dafür bekannt, dass ich keinen Schaukampf richtig gut spielen kann. Es ist wirklich eine Sache, die man üben muss und ist nicht so einfach. So, und wir geben runter zu Harald Schuld. Er hat einen kompetenten Gesprächspartner. Das ist der Manager aus Düsseldorf.